Hallo! Heute gibt es mal wieder einen neuen Hintergrund von mir. Ich habe gestern einen Schminktisch bekommen. Das ist mein erster in meinem Leben. Und ja, es ist ganz toll geworden. Ich werde euch auf jeden Fall ein Video dazu machen. Und heute gibt es ein weiteres Frühlingstutorial von mir. Das habe ich hauptsächlich mit dieser Palette geschminkt von MAC, die Call Me Bubbles aus der Shop Cook LE. Die Palette gibt es, glaube ich, auch noch. Und ja, was ich sonst noch drauf habe, zeige ich euch mal kurz. Weil das habe ich im Tutorial jetzt nicht gesagt. Auf den Lippen trage ich eine Speicherkarte war voll. Also ich trage eine Kombination aus dem Zu Eva Lip Crayon in der Farbe Malibu Peach und dem MAC Emancipation Lip Gloss. Und auf den Wangen trage ich den Essence Legends of the Sky und das Redhead Mineralized Skin Finish. Und ja, was ich auf den Augen habe, das zeige ich euch im Tutorial und viel Spaß. Tschüss! So, dann geht's los. Ich starte mit einer Base. Das ist wieder von Catrice, von der Hidden World, die ich auch im letzten Tutorial verwendet habe. Die gebe ich auf das komplette bewegliche Lid. Ich finde den wirklich sehr schön. Dann nehme ich mein Call Me Bubbles Quad und benutze die erste Farbe. Das ist die Farbe Fresh Daily. Das ist dieser Orangeton. Und gebe das aufs komplette bewegliche Lid. So. Dann gehe ich in diesen Pinkton, der heißt Full of Flavor. Und den gebe ich in die Lidfalte. Dann verblende ich den schön, gehe noch mal ein bisschen in die Farbe. Das sieht dann so aus. Dann gehe ich in Brash, das ist dieser Bronze Ton. Und damit gehe ich hier in dieses äußere V und verblende das so ein bisschen in den Fresh Daily, in diesen Pinkton rein. Full of Flavor. Ja, das sieht dann so aus. Und dann gehe ich in den ganz hellen Ton und highlighte das Augenlid. Ich rede heute Quatsch. Ich highlighte den Augeninnenwinkel. Und dann gehe ich nochmal in die helle Farbe und gebe das hier oben an den Brauenbogen. So. Dann benutze ich von Art Deco den Magic Eyeliner in der Farbe 68 und betone damit meinen unteren Wimperkranz. Und dann verblende ich das so ein bisschen mit dem Finger. So. Und dann benutze ich eine braune Mascara von Clinique, die Highlands Mascara in der Farbe Black Brown. Das ist die mit dem lustigen Würstchen.
Das ist dann der fertige Look. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!